Hallo und herzlich willkommen, Bros, zurück zu Dishonored. Ich bin der Dan und wir spielen weiter. Nach einer langer Zeit habe ich nicht mehr Dishonored gespielt, weil ich ein paar Sachen zu erledigen hatte. Deswegen gab es leider fast keine Let's Plays. Und ja, das ist jetzt meine erste Folge, sondern ich spiele mal wieder nach langer Zeit und jetzt muss ich wieder ein paar Folgen vorproduzieren. Und ja, wir haben hier, glaube ich, aufgehört, wo wir diese Typen hier gekillt haben, ne? Was müssen wir machen? Beute nehmen. Oh, wir haben sein Tagebuch. Da haben wir noch hier ein paar Sachen eingesammelt oder so. Und unser nächstes Ziel ist, habe ich jetzt nicht gelesen. Wie war nochmal, ich habe die Steuerung total vergessen. Das war schon lange her, dass ich Dishonored gespielt habe. Tut mir leid, Leute. Aber es kommt alles wieder. Jedenfalls, wie man, glaube ich, ein bisschen hören kann, habe ich auch eine besseren Mikrofon gekauft, weil mein Headset war wirklich scheiße und ja. Und ich bin halt ein Noob und so, ne? Wir müssen in den Hinterhof gehen. Ja, okay, zu Schiffer. Ah, wir müssen zum Samuel zurück. Oh. Oh. Geht direkt, Alter. What the fuck? Seit wann gibt es hier denn Hunde? What the fuck? Okay. Wie wechsle ich zu meiner. Ich hab voll vergessen, Alter. Ah, ich hab die Storchen vergessen. Okay. Ist alles okay. Okay, Storchen-Taste blocken. Alter, die sind aber stark. Schießt auf mich. Bitch, komm her! Doch nicht, ey. Gleich ein Kampf bei Anfang, Alter. Nachdem ich vergessen habe, wie die ganze Storchung hier funktioniert. Er ist ja nicht tot. So, aber wir müssen jetzt zurück. Oh, fuck. Bin ich tot? Oh nein. Ich hätte gedacht, er teleportiert sich gleich nach unten. Ach man, das wäre jetzt scheiße. Letzter Speicherpunkt. Oh, das ist ja nicht weit. Oh. Ah, ich muss da runterklettern, nicht runterspringen. Ich. Sorry. Ja, wie man auch. Oh. Ich bin Samuel. Hier bin ich. Wie man wahrscheinlich auch hören kann, habe ich mir eine neue Tastatur zugelegt, nur für Let's Plays. Eine extra leise Tastatur, damit man auch diese scheiß Geräusche nicht hört. Und ja, reden wir mit Samuel. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Ja, okay, was okay, müssen wir denn noch machen hier? Lass uns anfangen. Oh, ich habe es beendet. Fortsetzen. Und wieder eine kleine Bootfahrt. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen ihm vermutlich gratulieren.
Mein Onkel ist tot, oder? Er kam nie von dem Treffen mit Oberaufseher Campbell zurück. Warum habe ich mir Hoffnungen gemacht? Ach, das ist die hier mit dem geilen Arsch. Ich meine, ich habe auch besseren gesehen. Oh, ja, okay, wo ist... Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Leuten... Oh. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Gut. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Das klingt gut. Ich könnte eine Ruhepause vertragen. Jetzt noch nicht, es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen. Was sagt ihr? Haben wir noch was zu erledigen? Ich glaube nicht. Lass uns einfach Ruhepause vertragen. Also die Ladezeiten gehen eigentlich hier relativ schnell, muss ich ehrlich sagen. Wieder ausgeschlafen und hier haben wir unser schönen Teppich. Hier unsere geile Laterne. Er ist zwar schön, aber er ist nicht gut. Ja, hier haben wir unser geile weiße Sofa, auf den ich mich immer so hinsetze und immer dieses Fenster dort beobachte. Und weil wir so cool sind, machen wir dann so. Machen immer das so, bam. Was, wenn ich ihn jetzt von hinten kille? Ich glaube, dann beende ich die Mission automatisch damit, deswegen mache ich lieber es nicht. Okay. Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für Ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Wieder schicken sie uns in irgendwelchen Keller, wo wahrscheinlich auch diese blutfressigen Ratten sich befinden. Aber ist mir auch egal, wisst ihr. Ist mir egal. Wir haben ja das schon alles erlebt und wir sind abgehärtet schon davon. Alter, wer stöhnt hier die ganze Zeit? Hat er gerade gekotzt? Oh. Alter, what the fuck? Bist du ein Zombie? Ich glaube, er hat sich jetzt mutiert oder so. Und was ist mit der hier? Ich hab die aus was. Tut mir leid, Fräulein. Also, ich töte dich nicht. Ich glaube, du bist ein Guter, oder? Er ist ein Guter. Und da haben wir einen Brief. Oh mein Gott, what the fuck war das jetzt? Er hat mich gerade angehustet und ich habe Schaden bekommen. Er muss,
Informiere dich über die Weiner. Untersuche. Lasse die Weiner in der Kanalisation zurück und berichte Admiral, wie groß mein Ding ist. Alles klar. Ah, was? Ach so, verstehe, verstehe. Die Weiner waren diese Typen. Was ist hier? Flasche! Get a load, mein Flasche! So. Was haben wir hier? Hier können wir hochgehen. Oh, wer ist denn da? Hallo, Fräulein. Mann! What the fuck? Ich komme da nicht hoch. Jetzt. Yes. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Ah, what the fuck, ey. Gib's doch nicht. Ich dachte, sie ist eine Zivilistin. Ach komm. Was muss ich jetzt wieder hier machen? Ich gehe jetzt einfach zu Aufseher Martin. Ist mir egal. Aber ich muss dahin, oder? Ja, ich muss dahin. Sorry. Flasche! Dich vergesse ich nicht, Kumpel. Ach, das sind Münzen. Ich denke die ganze Zeit, das ist irgendwie eine Flasche. Halt dich doch da fest, Junge. Oder kannst du nicht klettern? Komm, komm schon. Hey. Ich kann einfach nicht klettern. Egal. Sie sind unten gewesen? Ja. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen sie sprechen. Nächstes Mal kommst du mir nicht so leicht davon. Bitch. Wo ist der Aufseher? Da. So, reden wir jetzt mit dem Aufseher Martin und... Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten. Unsere nächste Mission, Bros, und ich glaube, die machen wir jetzt leider in der nächsten Folge, weil... Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Weil ich jetzt auch nicht will, dass die Folge zu lange wird. Ja, Bros, ich beende jetzt dann mal die Folge hier und wir sehen uns, wenn es heißt Game Session. Ciao, ciao.